Es gibt ja einige Themen zu berichten, die Klipphoff, den Stand des Rückhaltebeckens Klipphoff-Lusenbach. Es schaut so aus, dass am 9. April die weitere Wasserrechtsverhandlung angesetzt wurde. Die wird um 9 Uhr in der Veranstaltungshalle starten und da werden die restlichen Fragen dann geklärt werden. Der Stand der Dinge bei den Verhandlungen ist so, dass bis auf zwei Grundeigentümer alle unterschrieben haben und es somit auch natürlich jetzt keinen Grund gibt, warum das Ganze nicht stattfinden soll. Kommen wir zum nächsten Bild. Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Keiner, Haken und Rattenbach sowie Holzkrambach. Es hat ja vor einiger Zeit eine Untersuchung gegeben, wo Lieberbach-Lusenbach und wo die Keiner untersucht wurden, wo festgestellt wurde, wo 30-jähriges und wo 100-jähriges Hochwasser ist. Und dementsprechend sind betroffene Gebiete, wo Verbauungen bereits stattgefunden haben, von der Melau aufwärts. Das heißt, von hier herunter, Birkenstraße, das sind stark betroffene Gebiete, wo teilweise zwischen Autobahn und Backerstraße 30-jähriges bzw. 100-jähriges Hochwasser vorherrscht. Und zu diesem Grund hat man schon im vergangenen Jahr das Büro Diplomatische Mobilität beauftragt, Schutzmaßnahmen in diesen Bereichen zu überprüfen. Es hat zwischenzeitlich auch schon Treffen gegeben, wo auch ein Zwischenbericht geliefert wurde, wo gesagt wurde, wie es in etwa ausschaut. Und sie sind dabei draufgekommen, dass es aber wichtig ist, noch weitere Bäche zu untersuchen, so wie den Holzkrambach, weil der natürlich auch maßgeblich Einfluss auf dieses Gebiet hat. Und erst danach wird man dann konkret sagen können, welche Maßnahmen da sinnvoll sind und vor allem die Gebiete mit Ausstraßen, Anlaufstraßen, Aktenweg und der ganze Birkenstraßenbereich südlich von der Backerstraßen, dass man diese Gebiete vor allem schützt. Das wird eben dadurch sein, dass man halt die Durchlässe vorwiegend wahrscheinlich auch dann reduzieren wird, damit eben nicht so viel Wasser halt zurück durchfließen kann und man muss halt schauen, wo man halt auch dann dementsprechend die Funktionsflächen hat. Aber wie das genau ausschaut, wird uns noch dann Herr Diplomatische Mobilität dann berichten. Man geht davon aus, dass es doch noch einige Monate in Anspruch nehmen wird und sobald wir mehr darüber wissen, wird es im Gemeinderat noch berichtet werden. Aspinag ist ein langwieriges Thema, was es schon sehr lange gibt. Da geht es eben vor allem um die Lärmschutzwand und die geplante. Es ist eine bestehende Wandspitze schon. Wenn man jetzt das obere Bild anschaut, ich habe den Scherz vergessen, das ist ein Bild reingepackt. Aber es geht hauptsächlich um die dunklen und um die hellen Flächen, damit man sich gut vorstellen kann. Dieser Streifen da hier stellt die A2 dar. Und es geht darum, dass man sagt, okay, da wo jetzt die dunkelroten und dunkelorangen Flächen sind, das sind 65 Dezibel, 60 Dezibel in diesem Bereich. Und wenn dann die Schutzmaßnahmen errichtet worden sind auf der A2, dann sieht man eben einen gravierenden Unterschied. Wichtig ist, dass man in diesen gelben Bereich hineinkommt. Das ist, wenn eben da durchgehend dann die Schutzmaßnahmen gebaut sind, dann hat man eben den Vorteil, dass man 5 bis zu 10 Dezibel unter Umständen einsparen kann und dadurch natürlich halt auch eine gute Lärmreduktion oder dann dort stattfindet, wo jetzt schon gebaute Gebiete sind. Warte, nochmal kurz zurück bitte. Wichtig ist auch, es gibt in Zukunft keine Kostenbeteiligung mehr. Wie ihr wisst, haben wir vor 2 Jahren beschlossen, dass wir rund 350.000 Euro zu zahlen hätten, wenn die Investitionssumme bei 1,2, 1,5 Millionen Euro etwa liegen wird. Das ist gefallen. Es waren vor 2 Wochen dann Vertreter von der Aspinag hier und haben darüber berichtet, dass die Gemeinde nichts bezahlen muss, weil die halt einfach intern gesehen haben, dass aufgrund des großen Unterschieds jetzt von der Dezibelanzahl nachher die Maßnahmen letzter seitens der Gemeinde, dass sie finanziell das mittragen muss, nicht notwendig sind. Da gibt es einfach gesetzliche Vorgaben und aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben zum Vorteil für uns,
brauchen wir keinen großen Beitrag leisten. Und das ist natürlich sehr positiv. Umgesetzt soll das Ganze werden, und jetzt wenden wir, weil Sie sich ein bisschen damit halten, 2015. Und auf jeden Fall Ende des Jahres werden wir wieder eine Rückmeldung von der Aspinag erhalten. Und sobald ich da noch ein näheres weiß, werde ich davon berichten. Bitte. Ja. Entwicklung, Industrie- und Gewerbegebiet. Wie ihr wisst, die meisten von euch waren dabei auch. Es ist ja geplant gewesen, ein sogenannter Öko-Energiepark. Und dieser Öko-Energiepark wäre mit Unterstützung von Saubermacher Energie Steiermark und Holding Graz errichtet worden. Allerdings hat es da Probleme gegeben mit den Grundstücken, die sie erwerben wollten. Und schlussendlich dann die Grundstücke, die sie haben wollten, dann nicht zur Verfügung gestanden sind. Und das hat auch einen Hintergrund gehabt, weil die Anrainer im Industriegebiet teilweise gesagt haben, sie hätten nichts gewusst, dass dort ein solcher Energiepark entstehen soll, obwohl es Aussendungen gegeben hat und auch eine Bürgerversammlung diesbezüglich war. Auf jeden Fall ist dann separat für die Grundeigentümer im Industriegebiet mehrere Treffen stattgefunden, wo man versucht hat, eine Einigung zu finden, und man ist bei der letzten Zusammenkunft dann übereingekommen, dass die Saubermacher Energie Steiermark und die Holding Graz sich vorerst einmal von dem Projekt zurückziehen, zumal auch deswegen, weil die Grundeigentümer sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, sie möchten gemeinsam dieses Gewerbegebiet entwickeln und suchen einen gemeinsamen Projektentwickler. Ich war bei diesen Gesprächen auch immer dabei, auch bei dem möglichen Projektentwickler, der das Projekt noch in die Hand nehmen wird. Und die Grundstückseigentümer sind sich einig. Für uns als Gemeinde heißt das, ist das eine positive Angelegenheit, positiv in dem Sinne, wenn natürlich mehr Büroflächen, mehr Gewerbe, Unternehmen, die sich dort ansiedeln, natürlich auch mehr Mitarbeiter noch dann auch den Standort haben werden und natürlich auch die Kommunalsteuereinnahmen dementsprechend steigen würden. Hingegen bei der Ökoenergie, beim Ökoenergiepark waren also die 10 Mitarbeiter geplant, wären es vielleicht 20 gewesen oder was auch. Und so haben wir doch das Potenzial bei 6 Hektar, dass du gut an die 500 bis 1000 Mitarbeiter noch dann ihre Heimat finden können. Und das ist dann doch sehr viel Geld, wenn man dann im Schnitt rechnet, pro Mitarbeiter von einem Unternehmen, dass die Gemeinde dann 1000 Euro an Kommunalsteuereinnahmen erhält, macht es dann schon einen großen Unterschied, ob jetzt 20 hat oder 500 oder 200 zumindest. Gut, was soll sein? Das ist nur im Eco-Park, das ist so ein Gedanke, eine Idee gewesen von den Grundstückseigentümern, dass man unter einem gemeinsamen Namen auftritt, ob der noch Eco-Park heißen wird oder nicht. Das ist jetzt nur mal der Arbeitstitel. Auf jeden Fall hat man mal damit begonnen, dieses Gebiet einmal zu situieren, zu schauen, welche Möglichkeiten an Bürogebäuden und dergleichen hätte man dort. Und das soll nochmal ein erster Einblick sein, wie es sein könnte. Also für uns als Gemeinde positiv. Wir haben dabei liegt nicht so viel zu tun, weil uns kein Grund und Boden dort gehört, uns war alles erschlossen. Aber ich sage mal, seitens der Gemeinde werden wir natürlich alles daran setzen, dass die Grundeigentümer, die das nachher an die Projektentwickler dann übergeben, dass die nachher dann so rasch vorwärts kommen können. Gut, nächster Punkt. Die GKB Eisenbahnkreuzungen ist ein heißes Thema, ist auch in den Medien überall gestanden. Und wichtige Geschichte ist, wir haben jetzt da, es stehen bei rund 260.000 Euro, die uns vorgeschrieben sind, der Betrag stimmt nicht. Wenn ich das nochmal nachgeschaut habe, sind es 230.000 Euro in Summe. Wir zeigen nach der letzten Rechnung, da geht es um Rechnungsvorschreibungen, aus dem Jahr 2011 bis 2013 und 2009, was sie ist 2009 auch noch, was ist. Allerdings gibt es dann auch noch weitere Investitionskosten für den Umbau der Eisenbahnübergänge, die jetzt noch unbeschränkt sind.
sei es jetzt nur mit Schildern oder halt mit einer Ampelanlage versehen, sollte auf Schrankenanlagen umgebaut werden. Und da würden ungefähr Investitionskosten, also das sind die 50% der Gesamtkosten, bei uns sind es ungefähr 1,2 Millionen Euro, auf uns zukommen in den nächsten, sagen wir, 2 bis 3 Jahren. Allerdings ist die Situation folgende, dass nicht nur wir in Liebach davon betroffen sind, von diesen Eisenbahngesetzen aus dem 57er Jahr, dass Vorschrift, dass der Straßenerhalter auch mitzuzahlen hat bei den Eisenbahnübergängen. Und da gibt es halt Rechtsstreitigkeiten, wobei in Kreuzberg oben, Kreuzberg führt einen Musterprozess, weil die Art und Weise, wie die DKB diese Regelungen vorschreibt, die sind sehr fraglich im Prinzip. Und die sind auch schon aufgetippt, das ist jetzt beim OGH im Prinzip. Also da gibt es verschiedene Ansichten zwischen DKB und den Gemeinden. Wir können dann noch zum Verfassungsgericht erklären, also das wird eine längere Sache, bis zur endgültigen Entscheidung stattfindet, wer wie viel und auf welchen Wege das zu zahlen ist. Also das beschäftigt zurzeit die Gerichte, kann man sagen, wobei Volzberg, glaube ich, diesen Musterprozess führen und alle anderen, dass uns der Kosten, was entstehen, abwarten auf dieses Ergebnis, dass da keine größeren Kosten entstehen werden. Das ist der Stand, der momentane, kann man sagen. Ja. Danke, ja. Der Gemeindebund steht natürlich voll dahinter. Wir haben den Anwalt vom Gemeindebund, der uns empfohlen wurde, den auch alle, die meisten haben, das ist der Eisenberger. Genau, das verbringt die ganzen Gemeinden alle, damit da ein Gleichklang herrscht im Prinzip, alle Gemeinden, die da betroffen sind mit diesen Eisenbahnkreuzungen. Wobei der Musterprozess mit Kreuzberg gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört, die Volksschule wird demnächst fertiggestellt werden. Es wird eine Eröffnung stattfinden, beziehungsweise ein Tag der offenen Tür. Und der wird am 17.05. mit Beginn um 10 Uhr in der Veranstaltungshalle starten. Das heißt, wir werden jetzt alle noch separat natürlich eine Einladung erhalten dazu. Das Ganze wird in der Veranstaltungshalle abgehalten werden. Es wird der Landeshauptmann eingeladen, natürlich auch der Bezirkshauptmann, Bezirksschulrat und alle, die halt an diesem Projekt beteiligt waren. Und die Schule wird auch eine tolle Aufführung machen. Der Musikverein wird in der Musikkapelle da sein und die gesamte Bevölkerung wird dem Ganzen natürlich auch beiwohnen. Und da gibt es aber eher einen eigenen Tagesordnungspunkt dazu, da kann ich dann nicht mehr was dazu sagen. Gut. Kreisverkehr Hitzendorfer Straße, Backerstraße. Ich habe am Freitag habe ich eine weitere Besprechung gehabt mit dem Magister Ecker, dem Juristen von dort und mit dem Herrn Diplom-Ingenieur Frisch. Und da ist es darum gegangen, dass man die Verträge ausverhandelt, letztendlich, wie sie sein sollen. Und nachdem das Land aber keine Möglichkeit hatte, eine Rückkopplung zu gehen, ist jetzt heute auch dieser Vertrag, oder war jetzt in der vergangenen Woche der Vertrag auch nicht mehr im Unterlag dabei. Ich werde auch diesen Tagesordnungspunkt dann von der Tagesordnung nehmen, weil noch einige Punkte zu klären sind. Und wenn dann der endgültige Vertrag noch fertig ist, dann wird der nächste Gemeinderatssitzung dann dabei sein. Im Wesentlichen, worum geht es? Der Vertrag. Da geht es einfach um die Kostenteilung, die noch aufgeteilt wird zwischen Gemeinde, Land und der Firma Spar. Und tatsächlich ist es so, dass das Land gar nichts hinzuzahlt. Wir dürfen zwar beim Land vorstellig werden, weil es eine Landesstraße ist, oder müssen sogar vorstellig werden, wir brauchen von denen den Segen, dass sie sagen, in dieser oder jener Form muss dieser Kreisverkehr ausgeführt werden und um die Kosten geht es natürlich auch dabei und eine Kostenteilung wird dann zwischen Spar und Gemeinde nachher dann nur stattfinden. Aber zu diesem Tagesordnungspunkt werden wir heute noch kommen und dann werde ich da noch Näheres dazu ausführen. Gut.
Gut, dann kommen wir zu den Finanzen. Wie schaut es aus bei den Finanzen? Das ist meine Grafik über die Darlehen und die Geldzahlungen. Auf der rechten Seite sieht man Investitionen, wofür diese Darlehen aufgenommen worden sind. Das ist aber alles im Rechnungsabschluss drin, das ist im Voranschlag. Wenn man das genau anschaut, dann erkennt man diese Zahlen. Das Interessante ist, wir haben im Jahr 2012 hat man ein Darlehen in der Höhe von rund 2 bis 2,5 Milliarden Euro gehabt noch. Und im Jahr 2013 hat man dann einen sprunghaften Anstieg von 5,8 Millionen Euro, so wie es dargestellt ist. Das ist dadurch bedingt, dass man da natürlich das Darlehen für die Volksschule aufgenommen hat. Das Interessante wird jetzt sein, wo sich der eine oder andere die Frage stellt, wie kann es sein, dass die Rückzahlung trotz des doppelt so hohen Darlehens geringer aufscheint als das im Jahr 2011 oder 2012. Diese Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Wir haben vom Land Steiermark eine Bedarfszuweisung an Fördermitteln erhalten und werden sie für die nächsten 10 Jahre erhalten von rund 140.000 Euro. Und aus dem Grund kommt dann dieser Betrag von 394.000 Euro zustande, der effektiv noch dann den Schuldendienst für die Gemeinde bedeutet. Das heißt, wir als Gemeinde sind sehr gut aufgestellt. Das heißt,